So, Moinsen, da bin ich wieder. Das ist jetzt Teil 2. Das ist der Adventskalender aus unserer Gruppe. Da hatten wir ja 6 Päckchen zu jedem Adventssonntag und Nikolaus und Heiligabend. Ja. Und das hier ist jetzt von Tanja Aktun. Für meine Wenigkeit. So. Als erstes hatte ich, erstmal war das ein riesengroßes Paket. Ich habe das aber schon ausgepackt, weil das so knisterte. Und ist das Papier nicht schön? Ja, ne, das ist ja toll, ne? Und jetzt passt auf. Da, 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 da. Auch so ein tolles Papier, ne? Okay, ihr seht das jetzt auf dem Kopf. Machen wir es so. Richtig schön. Und wenn ich das aufmache, dann guckt mal. Toll, ne? Das ist so eine Shadowbox mit Jack. Und Jack. Und da unten Merry Christmas. Und das kann man dann so schön so hinstellen. Allerdings, wartet mal. Muss ich das ein bisschen drehen? Ja. So, wenn ich das jetzt vorsichtig kippe, dann ist das doch eine tolle Optik, oder? Genau. Und wenn man noch so ein, überhaupt so ein Jackie-Sammler ist, ne, wenn man sich das so aufstellt, man hätte vielleicht, ich weiß es nicht, was gibt es denn immer so? Lass mich mal kurz überlegen. Wenn ich Mickey Mouse-Fan bin, dann gibt es ja alles so, so. Es gibt ja diese, Figuren, Tassen, Puppen, gibt ja alles Mögliche. Und wenn man dann noch irgendetwas hätte, von ihm jetzt hier so, ne, könnte man das hier so davor auch noch schön hinstellen. Dann hast du so den schönen Hintergrund, ne? Und hast dann hier irgendwelche, Sammelgedönsfiguren. Also wenn es die jetzt in dieser Größe gibt. Ich habe mal gesehen, die sind richtig groß. Na, aber das sieht toll aus, ne? Oder wenn man eine Karte hat oder sowas, ne? Schön. Freue ich mich drüber. Sehr schön gemacht. Ach, sie macht auch immer so schöne Sachen. Und da habe ich schon gedacht, toll. Aber hier, boah, guckt mal. Guckt mal, ist das nicht schön? Ja, was hier unten jetzt, das ist mein Himmel. Ich habe über mir einen Himmel, einen Lichterhimmel. Herrlich, oder? Guck mal. Und jetzt, es werde Licht. Tada. Cool. Ich habe mich eben mit Petra unterhalten und habe zu Petra schon gesagt, ich brauche unbedingt hier bei mir ehrlich noch ein, vor mir, so ein Regal. Sowas muss man doch unbedingt aufhängen. Ins Schlafzimmer aufhängen möchte ich es jetzt nicht, weil da kann ich es zu selten anhaben. Ich möchte schon hier bei mir im Bastelzimmer haben, damit ich das auch ständig anhaben kann. Ich bin ja so ein Lichter-Junkie. Also ich hätte gerne das ganze Jahr kann ich Weihnachtslichter und bling bling. Und deswegen habe ich ja über mir, was ihr hier unten noch in der Ecke seht, habe ich über mir ja extra Lichter gemacht. Mein Mann ist nämlich so der Meinung, man braucht diese Lichterketten das ganze Jahr über nicht. Aber er ist ja nicht so oft in meinem Bastelzimmer, ne? Obwohl, das stimmt nicht. Ich habe hier einen Sessel sitzen, einen Sessel sitzen, einen Sessel stehen. Und ganz oft kommt er dann rein und setzt sich in den Sessel, macht dann da sein Ding und ich bastel hier. Letztens sagte er, vor ein paar Tagen hat er auch in dem Sessel gesessen und er meint, er weißt du, was hier fehlt? Das ist, ich komme jetzt nicht drauf, wie heißen die diese länglichen Sofas, wo es dann hinten so schräg hochgeht? Die haben so einen ganz speziellen Namen, da komme ich jetzt nicht drauf. Und er sagte, genau so was fehlt hier. Sag ich, ja, für dich, ne? Sagt er, ja, dann kann ich hier auch schlafen. Ich, ach so. Sagt er, ja, wenn ich von der Arbeit komme und du schön bastelst, sagt er. Dann schlafe ich hier eine Runde. Ich so, es ist ja toll. Ja, das finde ich total niedlich. Ich muss das nochmal anmachen, das ist so schön. Oh, herrlich.
echt schön. Ha! Dankeschön. Ach, ein Träumchen. Echt schön, 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 schön. Das bekommt auf jeden Fall so einen Platz, dass ich es immer sehe. Ja, jetzt seht ihr da mein Lichter. Himmelken. Das ist Voraussetzung. So, dann stelle ich mal wieder hier rüber. Da kann es nämlich nicht runterfallen. Und dann möchte ich euch noch von meiner Bastelelfe mein Nikolaus zeigen. Das ist auch so süß. Das war also in dieser Box hier drin. Und in dieser Box war das hier drin. Natürlich gut, das war nicht da drin. Gut eingepackt. Und mit Süßigkeiten gefüllt bis zum Stegreif. Die Süßigkeiten habe ich jetzt aber rausgenommen und sind in der Schale im Wohnzimmer. Die brauche ich euch ja nicht zeigen. Es geht mir hier um diesen hier. Das sind übrigens von Milka so Schoko-Kugeln. Sehr lecker. Und ich glaube, Schneemänner hätte ich auch hier drin. Auch von Milka. Sehr, sehr lecker. Guck mal, ist der nicht toll? Und das, als ich ihn gesehen habe, von oben habe ich gedacht, oh, ein Emaillebecher. Und dann habe ich ihn rausgenommen. Nein, es ist kein Emaillebecher, aber die Optik wie ein Emaillebecher, finde ich persönlich jetzt. Und ich mag ja so Emaillezeug, ne? Wie wir unseren Garten aufgegeben haben, habe ich ziemlich viel dagelassen. Unter anderem leider auch mein Becher. Das hatte ich aber zu spät gemerkt. Naja, egal. Jetzt habe ich ja wenigstens wieder ein. Ne, wenigstens nicht. Jetzt habe ich wieder ein, ohne das Wort wenigstens. Er ist zwar nicht aus Emaille, aber er sieht so aus, gell? Und so schön und selbstgemacht. Das Gesicht hier vorne ist selber drauf gemacht. Hier hinten das Gesicht ist selber drauf gemacht. Und da hat sie mir hier ein Zettelchen lag dann dabei, dass das mit Porzellanstift bemalt wurde und dass sie das eingebrannt hat. Und das ist dann wieder etwas, was ich mit der Hand spüle, weil hier steht das auch bei. Sie glaubt also nicht, dass das für die Spülmaschine geeignet ist. Also diese Tasse hier, die ist mit Folie gemacht und die hält. Also die mache ich wirklich in die Spülmaschine. Allerdings muss man dann aufpassen, dass man bei dieses I ist mir verrutscht und da dieses C, weil ich voll honk das beim Rausziehen aus der Spülmaschine ist das wogegen gekommen. Und dann hat es das verschoben. Aber das mache ich jetzt schon ziemlich lang. Ich finde meine andere Tasse nicht mehr. Ich habe so viele Tassen. Ich glaube, vielleicht habe ich diese Tasse auch entsorgt. Kann auch sein. Die habe ich bestimmt 2, 3 Jahre auch in die Spülmaschine und dem ist nie irgendwas passiert. Aber die werde ich nicht in die, das werde ich gar nicht erst ausprobieren. Nachher ist das weg. Wäre ja traurig. Also herzlichen Dank dafür. Hast mir sehr viel Freude gemacht. Also dieser AVK ist für mich sowieso was Besonderes, weil der wirklich hundertprozentig irgendwie voll auf mich abgestimmt ist, ne? Dann ist er auch noch schwarz eingepackt. Hier schaut mal. Schwarz. Mit goldenen Sternen. Also sie hat wirklich meine Vorliebensliste studiert. Ups. Ja, und ich glaube, dieses Jahr ist es das letzte Mal, dass ich bei der Elfe mitmache. Ich bin mir da noch nicht so ganz schlüssig, aber ja. Ich freue mich jeden Morgen, mein Näh-Adventskalender zu öffnen. Die sind alle ganz, ganz toll. Aber der hat irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch, weil es mein letzter da ist, aber der hier, der, also sie hat sich so richtig Gedanken gemacht. Ja, es ist eine Freude, jeden Morgen aufzumachen. Herzlichen Dank dafür.